Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einer kleinen weiteren Übung für zu Hause. Ich nenne es mal eine Trockenwurfübung vom Allerfeinsten, weil es ist wirklich sehr, sehr trocken. Aber das ist wirklich eine Übung, die ist auch sehr entspannend, wie ich finde. Also ich habe früher zum Beispiel, wo ich angefangen habe, Basketball zu spielen, wirklich anders, krass, süchtig nach dem Ball war. Ich hatte immer einen Ball irgendwo im Zimmer liegen. Ich hatte ihn immer in den Händen oder sonst irgendwas. Also Ball war Pflicht, mit dem irgendwas zu machen. Und daher, ich denke auch da zurück an die Zeit halt von früher, die guten Schützen bei uns, die guten Werfer, alles Jugos übrigens, Dobro, Kakoje, Kakose, Dobro Sam, die guten Jugoschützen von uns, die haben das wirklich immer, jeden Tag zu Hause gemacht. Einfaches Ding. Also, man legt sich hin, bequem, am besten auf der Couch, ne, nimmt sich einen Ball und dann wirft man ihn einfach nach oben. Dabei kann man jetzt wirklich, sollte man darauf achten, erstmal Handgelenk abklappen, ne, dass der Ball dann in der Luft oben eine schöne, gleichmäßige, gerade Rotation bekommt, ne, dass er sich schön gleichmäßig dreht. Also eine Rotation, wirklich sehr wichtig. Wie gesagt, das Handgelenk. Und dabei kann man jetzt halt vor allem schön üben, das Handgelenk sauber gerade abzuklappen. Ne? Nicht, dass es dir das Handgelenk verzieht, weil das ist ja auch immer sehr wichtig beim Wurf. Habe ich bei mir persönlich zum Beispiel gemerkt. Wenn ich das Handgelenk zum Beispiel schief abdrücke, klappe, rotiert der Ball schon ein bisschen weiter nach links. Ne? Das sind so Feinheiten fürs Handgelenk. Jetzt natürlich habe ich auch oft gehört, dass diese Übung nicht gut ist, weil man wirft natürlich im normalen, richtigen Leben nicht so, weil es ist ja viel zu flach. Man wirft ja auch die Flugkurve viel höher, als also im Stehen macht man es natürlich anders. Da zeige ich auch nochmal eine Übung, die kommt dann demnächst. Also abonnieren, Glocke aktivieren, sehr wichtig, da kommt nämlich auch noch was Schönes. Aber jedenfalls ist das wirklich einfach was sehr Entspannendes, wie ich finde. Und dann kannst du natürlich versuchen, Höhe zum Beispiel, dass du vielleicht genau an die Decke kommst, dass er die Decke nicht berührt und wieder runterkommt. Gibt natürlich auch sonst Flecken, also daher auch so eine Sache. Und einfach die Rotation. Ihr müsst echt selber werfen und euch das von unten anschauen. Ne? Dann merkt ihr auch und seht selber, wie schön sauber ist eure Rotation von dem Ball eigentlich. Jetzt habe ich noch Dreck im Auge, Wahnsinn. Das sind Corona-Zeiten überhaupt nicht gut. Wo kommt jetzt der Dreck her? Oh mein Gott, bin ich infiziert. Nee, Spaß beiseite. Ich habe wirklich was im Auge, ich fasse es nicht. Oh mein Gott, kleiner Break. Wo kam das her? Okay, geh wieder. Jedenfalls, zurück zum Thema. Nehmt euch den Ball am besten so, damit ihr halt auch schön an den Linien erkennt, wie er rotiert. Schön gerade in einer Linie. Sehr, sehr wichtig. Ich merke es halt hier auch ab und zu. Es ist gar nicht so leicht eigentlich, eine schöne, gerade, saubere Flugbahn hinzubekommen, dass er zum Beispiel genau kerzengerade nach oben geht. Ah, sehr schön. Sehr schönes Ding. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine einfache, schöne Spielerei. Und zur Zeit, wenn man eh keinen Korb hat zu Hause, man ist gezwungen, zu Hause sich einzusperren, wegen der Krise gerade, ist das wirklich eine echt sehr schöne und auch entspannende Übung. Also für mich ist es wirklich sehr entspannend. Da kannst du mir sagen, was du willst. Wenn es mich entspannt, entspannt es mich. Deshalb probiert es mal aus. Vielleicht entspannt es euch auch. Und ihr tut halt wirklich echt was in vielerlei Hinsicht. Ne? Es ist einfach auch das Abklappen vom Handgelenk, ein Ball ein bisschen fangen, ne? Du kommst nicht aus dem Feeling raus. So. Das sind wirklich schöne Sachen. Du kannst ja auch ein bisschen variieren. Fang ihn mit einer Hand, fang ihn mit der linken Hand. Auch so ein Ding, ne? Mit beiden Händen fangen. Weißt du, was ich meine? Du kannst echt viele verschiedene Möglichkeiten machen. Grenzenlos. Okay, vielleicht die Grenze ist vielleicht doch mal schnell erreicht, aber es ist einfach auch entspannend. Und wenn du jetzt auch den ganzen Tag so wirfst, mach das mal eine Stunde lang, eine Stunde. Du wirst schon merken, ich merke es jetzt schon so ein bisschen, es zieht hier wirklich in den Arm. Und ich bin wirklich gut. Also ich habe wirklich auch nicht Muckis. Es ist halt einmal eine Trockenübung. Das Beste, man muss einfach das Beste zur Zeit rausholen, dann kannst du mir erzählen, was du willst, das ist auch so ein Ding. Echt, probier es aus, es ist wirklich entspannend, ich schwöre es euch. Dabei noch irgendwie Fernseher laufen lassen, irgendwie ein klassisches NBA-Game oder Hip-Hop-Musik, Hip-Hop-Videos, was weiß ich, du kannst ja dazu noch irgendwas machen. Ihr schönes Handgelenk, schaut euch das schöne Handgelenk an und schon geht er weiter nach vorne. Wow, hey, diese Rotation, es ist schon wieder zu viel Rotation. Wahnsinn, Wahnsinn, geht der Ball überhaupt hoch, sieht ihr das überhaupt, wie der Ball hochgeht? Der geht. Ich hab's gar nicht ganz drauf. Naja, so ist es halt. Aber wie gesagt, checkt das aus, probiert diese Übung. Eine sehr schöne Übung. Ja, Mann. Also,
Feedback geben, eure Meinung, kennt ihr diese Wurfübung? Man kann es vielleicht echt nicht eine Wurfübung an sich nennen, weil wenn jemand wirklich treffen und werfen lernen möchte, dann sollte er das so jetzt nicht machen. Dann geht er natürlich raus und wirft auf den Korb. Auf jeden Fall effektiver, aber das ist jetzt hier so eine trocken, echt, ist, die Bezeichnung ist stark auf Trockenwurfübung. Jetzt hier gezeichnet, gell? Ja, was soll man sonst noch sagen? Probiert es aus, entspannt euch, macht das Beste draus aus der derzeitigen Lage. Vielleicht in 15 Jahren schaut sich jemand das Video und denkt sich, ja, was war da eigentlich los? Corona. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Boom. Mr. Mike.